Hä, wieso ist das denn kein freier Hafenbereich? Hafenbereich? Hä? Warum ist das kein freier Hafenbereich? Das ist ja bei dir jetzt kaputt. Sag mal. Hafenbereich. Alter, ruhig dich. Können wir da als Intro nehmen? Ja, so, ich so ein Hafenbereich. Ist da auch schon wieder eine Quest, sag mal. Was ist denn heute los? Oh, Gott, apropos. Hatte ich nicht in der Arktis eine Quest? Ist schon eine ganze Weile her, ne, dass ich die angenommen habe. Oh, oh. Habe ich da überhaupt noch Zeit für? 10 Minuten, na okay, das geht ja noch. Dann fliegen wir mal schnell hier hin. Das wäre ja fast in die Hose gegangen, Mensch. Da hätte sich wieder einer beschwert. Vor allem die Entdecker, die ja sowieso schon so schlecht gelaunt sind. So, aber ein Kriegsschiff stelle ich fest. Oh, man, wenn man zu viele Quests nebeneinander macht, dann... Ich weiß auch, was das ist. Das ist die Quest, die schon läuft. Kommt man durcheinander. Eins der Kriegsschiffe muss nämlich nochmal umdrehen und natürlich die Beweisstücke hier einsammeln. Dass wir die auch versenkt haben. Ja, fahr ruhig durch den Kollegen. Mann. Neue Befehle? Sonst glaubt uns das ja keiner, dass wir die versenkt haben. Könnte ja jeder sagen, ne? Oh, natürlich habe ich die Flotte versenkt, war easy peasy. Also hat nicht lange gedauert, habe ich 17 Schiffe mal ganz schnell auf den Grund des Meeres geschickt, aber ohne Beweis ist so eine Aussage natürlich nichts wert. So, dann nehmen wir mal wieder ordentlich Holz hier mit. Schade, dass nur 150 Tonnen gehen, die sind echt schnell weg. Aber ich weigere mich auch weiterhin hier Holz anzubauen. Sehe ich überhaupt nicht ein. So, wo ist unser Luftschiff? Bereit. Auf dem Weg. Okay. Wenn das jetzt keine 18-teilige Quest ist, sollten wir das in 10 Minuten auf jeden Fall noch schaffen. Oh, es sind schon nur noch 9 Minuten. Ah, die Arktis ist einfach so ein schönes Gebiet. Ich kann zwar verstehen, dass Kevin da nicht hin will, weil es echt Struggle war. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Achso, ja, bauen wir wieder auf, kein Ding. Auf Kurs. Das bauen wir wieder auf. Was ist denn hier passiert? Faszinierend. Ja, ist das so? Was denn für eine Notiz? Sie haben ein Team aus Forschern im hohen Norden abgesetzt, um eine Forschungsstation aufzubauen. Doch ein Techniker informiert sie, dass man von ihnen seit geraumer Zeit nichts mehr gehört hat. Er rät ihnen, sich auf die Suche nach den Forschern zu machen. Lesen Sie die Notiz. Oh Mist, wie ging denn das nochmal? Bereit. Ah, hier. Mögliche Standorte für unsere Forschungsstation. Auf einer großen Eisplattform vor der Küste südlich von hier. Vorteile abgelegen. Nachteile können schmelzen. Am Fuß eines hohen Berges, der bis ins Meer reicht, westlich von hier. Vorteile, der Berg schützt uns vor Stürmen. Nachteile, Anzeichen menschlicher Aktivität. Wir könnten von Einheimischen gestört werden. Am Ende einer Gletscherspalte Richtung Norden. Vorteile, ich kann Musgrave in die Schlucht werfen. Das hatten wir aber schon mal. Im Schwebezustand. Das heißt, ob wir jetzt richtig liegen... Wir probieren es mal südlich. Denn wir müssen ja eigentlich nur den... Oder? Auf Kurs. Doch, wir müssen den Fußpfaden, glaube ich, folgen. Das heißt, es kann eigentlich nur nördlich oder... Na, es ist alles nicht so eindeutig, ehrlich gesagt. Manövriere. Wir folgen mal diesen Schlittenspuren hier. Flugroute ist ah, guck mal, was haben wir denn da? Ist das das, was wir suchen? Soll das für immer so weitergehen? Erwarte neuen Kurs. Okay, ja, es ist okay, war falsch. Lass mich.
So. Der Forscher verhöhnt mich, das kannst du dir nicht ausdenken. Neues Glück oder so. Kommt da nicht eigentlich noch was davor? Ich hab keine Ahnung. Ich suche Alpakas. Wo denn? In einer neuen Welt. Hast du eine Wimmelbildaufgabe? Warum sind so sieht's aus. In der Beschreibung steht beim Bauernhaus, was lustig ist, weil in der neuen Welt gibt's nicht mehr Bauernhäuser. Tja, das ist richtig. Flugroute ist eingezeichnet. Ich suche gerade eine Forschungsgruppe, die verschollen ist, und der Techniker, der mich losgeschickt hat, verhöhnt mich, weil ich zweimal schon beim falschen Ort war. Aber der wird sich umgucken, wenn ich ihm heute Nacht die Heizung abstelle. Warst du richtig. Wie und warum ist diese Kreatur aufgetaucht? Man sollte immer einen Flammenwerfer der Pyrphorier zur Hand haben, um dieses Ding anzuzünden, falls es zurückkehrt. Ich habe den Nachmittag damit verbracht, Musgraves außergewöhnliche Kakteensammlung mit Flammen zu begießen. Es wird ihm wohl nichts mehr ausmachen, aber er hat meinen kleinen Test nicht bestanden. Woher sollte ich wissen, ob es tatsächlich er war? Ich höre das Bellen von draußen. Ich bringe gute Neuigkeiten. Ja, die Quest hatten wir eh schon. Bei dir erscheint alles so einfach. Höhe stabil. Oh wow, ich habe einen gewöhnlichen Techniker bekommen. Den lasse ich hier. Wird direkt in der Kiste. Wird direkt in der Kiste hier abgeladen. Brauchen wir nicht. Dub-Techniker. Willkommen im ewigen Eis. Ah, weiße Items. Ja, natürlich könnte ich ihn jetzt an die Wissenschaft spenden, etc. Aber. Ja, kein Bock. Gott sei Dank, meine Shampoo-Situation hat sich wieder etwas stabilisiert, nachdem ich den Dingsies wieder weggenommen habe. Wieso habe ich denn so wenig Handwerker, Arbeitskraft? Was machen die denn gerade? Aber ist ja halb so wild, dann lass mal halt ein bisschen aufsteigen. Habe ich sowieso lange nicht gemacht. Der Dank geht an den kleinen Feldmäuschen. So, wie viele Touris haben wir denn jetzt? 2400. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Fehlen ja nur noch 1500. Aber gut. Sorry an alle Headphone-User. Alles gut, war gar nicht so schlimm, Kevin. Na gut. Was ist denn mein Holzschiff? Hab ich das nicht losgeschickt? Doch. Hä? Ist das immer noch unterwegs? Ach du meine Güte, ich dachte, du bist ein Schlachtkreuzer mit Du hast drei Dampftürme. Neue Befehle? Da wäre ich ja schneller gewesen, wenn ich selber hingeschwommen hätte. Per Hand. Wenn ich selber hingeschwommen hätte? Ja. Naja. Merkst du selber, oder? Hoffentlich. Na, nee, es ergibt schon Sinn, also, ne? Nee. Doch. Weil du... Wenn ich selber hingeschwommen hätte. Naja, sowas wie hingeschifft hätte, wäre ja dann der richtige Terminus, wenn man ein Schiff nimmt. Aber da ich ja geschwommen bin, habe ich es ja rüber geschwommen. Ja, es, genau, es. Ja. Wenn ich es... Aber du hast das S ja gar nicht gesagt. Ich habe es ans Ichs hinten rangehangen, das S. Ne? Hishi ist das so. S, muss mit. Ach so, okay. Das gibt's wohl nur im Englischen, aber... Ja, genau. Ich wusste doch. Jawoll. Matsili. Traumhaft. Södele, Freunde. Passt mal auf. Ich habe jetzt hier... viel Zucker. Nee, wobei, so viel ist es gar nicht. Ja, es ist eine okayische Menge an Zucker. Eine okayische Menge an Zucker. Eine immerhin steigende Menge an Zitrusfrüchten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es reicht. Aber wobei, es sind 5 Plantagen. Warten wir erstmal ab. Das heißt, wir könnten ja rein theoretisch unsere Shampoo-Zutaten Handelsroute erweitern. Und zusätzlich noch Zucker und Zitrusfrüchte einpacken. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, in der alten Welt eine Limonadenfabrik zu errichten.
Und das wiederum bringt uns mehr Touris. Und das so wiederum bringt uns mehr Glück. So, liebe Freunde, dann wartet jetzt... Oh, Salpeter. Nee, warte mal, was? Salpeter? Das habe ich ja völlig verdrängt, dass ich das auch brauche. Habe ich das? Solltest du haben, ja. Ja, das dachte ich schon oft und hat es dann nicht. Naja, dann kann ich doch auch nicht mehr helfen. Doch, ich habe Salpeter, aber es ist wahrlich nicht viel. So, das musste man irgendwo an der Küste abbauen. IIRC, right? Muss man Salen den Peter fragen. Da zoome ich jetzt nicht mal. Schon ne nice. Hä, wieso ist das denn kein freier Hafenbereich? Hafenbereich? Hä? Warum ist das kein freier Hafenbereich? Das ist ja bei dir jetzt kaputt. Sag mal. Hafenbereich. Alter, ruhig dich. Können wir das als Intro nehmen? Ja, so, ich schon. Hafenbereich. Irgendwie habe ich Einwohner verloren. Story of my life, I take her home. Unexpected, ja, aber gut, ja. Ich würde halt gerne mal wissen, es steigt schon wieder. Aber ich frage mich, was für eine Gruppe Einwohner ich da gerade verloren habe. Touris, wie es scheint. Es scheinen mir die Touris gewesen zu sein. Es ist immer noch echt auf Kante, was ich mit Shampoo habe, glaube ich. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen bessert, wenn ich da unten jetzt alles verdoppelt habe an Zimt und dem anderen. Kokosöl. An Zimt und dem anderen. Ich habe eine Tonne Shampoo. Wow. Ich meine, ich würde damit wahrscheinlich den Rest meines Lebens hinkommen. Safe, aber die Touris doch nicht. Um Gottes Willen, mein Haar steht um 2 Grad nach links ab. Shampoo! Nice, bisschen zufriedener hier wieder. Bisschen zufriedener, die Schlumpfbombericht. Wieder einer, der seine Aussicht genießt. Sehr das nice. War ihr Sarg. Ja, cool. Gut, dann jetzt aber wirklich. Ab in die neue Welt. Hat ja nur bis um 12 gedauert. Ciao, Kevin. Schön war's. Nett, dass du dich mal wieder hast hier blicken lassen. Toll, toll, toll. So, was habe ich verpasst? Wir sind noch nicht alle aufgestiegen. Das geht ja erstmal gar nicht. Zack. 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 Normal. Zack. Wie kann denn Shampoo produziert werden? Aber. Aber Limonade nicht. Das heißt doch, mein Schiff muss da gewesen sein. Aber das kann doch gar nicht sein. Das war doch noch viel zu weit weg, oder? Dachte ich. Ich habe so unfassbar viele Porn. Schiffe, das ist echt. Ach nee. Hä, wo ist es? Hä? Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Jetzt ist es komplett von dem Erdboden verschluckt, das Schiff. Aber ich habe weder Zucker noch. Das andere. Stimmt. Nee. Also ja, es passt gut. Aber das meine ich nicht. Zitrusfrüchte war es, ja. Ich mache keine Milchreis-Edition meiner Limonade. Mit Zucker und Zimt. Ich belasse es bei Zitrusfrüchten und dem anderen. Zucker. Zucker. Ich krieg's nicht. Also, Warnketten mit über 2 Zutaten übersteigen mein Intellekt leider. Da kapituliere ich. Merke ich. Ganz schön so. Viel, wo die Produktion steht. Aber dann gucke ich einfach wieder auf meinen Palast und denk so: Geil.
Ich bin jetzt auch, ich bin eine neue Welt und hab gesehen, dass nicht alles Artistas sind. Klar, erstmal aufsteigen lassen. komm, Leute, egal, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Wer braucht schon Arbeitskraft denn des niederen Pöbels, wenn man alles zu Artistas machen kann? Die regeln schon. Ist so. Die bringen genug rein. Hauptsache, genau der Cashflow ist positiv. Genau das gleiche entdeckt wie du, nämlich dass die Steine nicht, die Wege nicht gepflastert waren. Kann nochmal nachholen hier. Aber ich habe meine, also mein Feldweg, den ich gefunden habe, den habe ich gelassen. Den könnte ich eigentlich heute besuchen gehen, da war ich lange nicht. Hier in der alten Welt ist bestimmt auch noch alles mit Feldwegen, aber in der neuen Welt geht es doch nicht. Da muss es schön aussehen. In der alten Welt. Who cares? Ja, bei mir ist die alte Welt das Aushängeschild, aber ich habe einen Feldweg. Einfach. Ach hier, guck mal, direkt neben der Schule. Die jetzt gerade auch überhaupt nicht lächerlich aussieht. Ey, wieso darf ich hier nicht rein? Die Bilanz ist runtergegangen, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich habe ja alle aufsteigen lassen. Ach, weil wieder keine Pelzmäntel da sind. Warum produziere ich denn keine? Ach, weil ich wieder keinen Baumwollstoff habe. Oh, ja, ich gehe in die neue Welt, produziere mehr Baumwollstoff. Jetzt. Geh doch schon in die neue Welt. Ich weiß, dass ich mich krümeln soll. Es ist alles gut. I know this. Wait a second. Das sieht ja aus, als ob die Spaß hätten. Ich dachte, das ist eine Schule. Naja, und? Hier wird nicht Spaß gehabt. Hier wird nicht Spaß gehabt. Genau, hier wird gelernt. Was ist denn heute los? Das kommt aber raus, wenn ihr in der Schule Spaß habt. Ja, dann aber lieber Spaß haben, als was lernen, ganz ehrlich, was? Ja, aber dann kommen halt so Leute raus wie ich, ne? Die nicht sich artikulieren können. Ja, was zu beweisen war. Ja. Oh shit, die Hochhäuser sehen so awesome aus. Alter! Ah, jetzt hör auf zu wedeln. Was? Was? Du sollst aufhören zu wedeln. Elaborate. Wie jetzt? Du verstehst nicht. Nee. Womit wedelst du? Du sollst aufhören. Dir ein an der Geilheit der Häuser. Ach so, oh Gott, ja, Kevin, genau. Ich hab einen Gebäudefetisch. Oh. Du weißt ganz genau, wie es gemacht ist. Also lyrisch war das einfach extra klasse von mir. Aber du hast halt einfach nicht gecheckt. Meine Güte. Ja, Kevin, das war wirklich, also Wahnsinn, du. Goethe ist gerade auch verstanden, einfach nur um vor dir auf die Knie zu gehen. Ja, danke. Wieso hab ich denn keine Limo? Ach so! Shit! Ich brauche dafür auch noch eine. Oder? Ja, genau, ich brauche. Nee, warte mal. Warte mal. Wait a second. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Limonade, ist das hier Lebensqualität oder. Nee. Wollt ihr gar keine Limo? Doch hier! Hier wollen sie Limonade. Das ist ein Grundbedürfnis für Zufriedenheit. Und sie möchten eine Bar haben. Aber ich fürchte halt, dass ich in der Bar nicht wirklich was anbieten kann. Ja, doch, ihr kriegt eine Bushaltestelle zu eurer Bar. Es ist, ich verstehe es ja sogar, dass ihr nicht nach Hause laufen wollt. Es ist ja vernünftig, dass ihr besoffen lieber mit dem Bus fahrt. Da kann ich ja nicht mal was sagen. Besoffen! Jalea-Küche. So, wie nennen wir denn unsere Bar? Ja. Also, ich könnte einen Envesa Sunrise oder einen tropischen Daiquiri machen. Da mache ich natürlich einen Envesa Sunrise. Da brauche ich Hibiskusblüten, Gewürze und Rum. Okay. Krauses Wake-up-Call. Was? Ich finde... Die Bar, der Name für die Bar. Krauses Wake-Up Call. Ist das irgendwo her? Muss ich das kennen? Nein, das habe ich mir gerade wirklich. Legit habe ich mir gerade ausgedacht. Weil es so oddly specific ist, weißt du? Ja, Krause wegen Mickey Krause. Also ich hatte ja Malle-Sänger. Das hat ein bisschen was mit Bar zu tun. Und Wake-Up Call ist mir, keine Ahnung, einfach gerade in den Sinn gekommen. I don't know why. Okay.
Okay, dann gehen jetzt die Touris trinken in Krauses Wake-up-Call. Genau. Alles cool, nehm ich. Ich hab wieder kurz gegötet. Das neue Gericht.